Ja, ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit ins Räubert, im Räuberzivil, wie ihr seht. Ja, will mal ein bisschen gucken, was hier gerade so los ist an Sauen. Ist recht viel gebrochen hier in den Eichen. Und ja, da mache ich heute mal einen kleinen Spaziergang. Und dann schauen wir mal, wo wir so ein bisschen Wechsel haben. Und ja, wo viel gebrochen wird. Und vielleicht lohnt sich das dann mal die nächsten Tage hier auf dem Tree Stand anzusitzen. Schauen wir mal. Hier Mahlbäume. Ich persönlich nutze dafür immer hier das Black Fire. Das ist ein ganz super Buchenholzteer, der eine enorm große Lockwirkung hat. Und den schmieren wir jetzt hier mal so ein bisschen drauf. Und das Schöne daran ist auch, dass ich hier einfach so eine Flasche habe, da kann man das schön dosieren. Und dann pinsel ich das ein bisschen über und dann habe ich keine dreckigen Pfoten, nix. Und wenn ich das jetzt hier wieder verschließen will, dann drücke ich den einfach an, dann ist der Verschluss zu, kann hier einmal mit dem Pinsel drüber gehen. Dann habe ich da noch eine Plastikkappe, die immer in einem Lieferumfang dabei ist und dann ist das eine super saubere Geschichte. Liebe ich auch so draußen zu sein. Ist einfach herrlich, wenn ihr euch mal umguckt, was das für ein super geniales Oktoberwetter ist. Genial. Und es macht halt einfach Spaß, dann mal ein bisschen die Natur zu erkunden, zu schauen im Revier, was los ist. Und das geht euch sicherlich genauso. Ja, und dann wollen wir mal schauen. Hab ich mir überlegt, an der einen Stelle einen Tree Stand aufbauen. Und ja, dann werde ich mich die Tage da mal hinsetzen und mal gucken, was da passiert. Hier nun aufgebaut und ja, jetzt gucken wir mal, was jetzt dem einen oder anderen auffällt. Ja, da sind jetzt 3 Steps dran und dann die Plattform. Plattform ist in diesem Fall die Summit Edge. Wenn das ein Sitz ist, den ich ja normalerweise nicht viel umsetze, der soll jetzt auch erstmal die ganze Zeit hier bleiben. Die ist relativ schwer, die Plattform. Hier habe ich nochmal die Summit Steps drin, ja, weil ich es einfach noch habe. Gibt aber deutlich bessere, muss ich ehrlich sagen. Und ja, und dem einen oder anderen wird es jetzt aufgefallen sein. Ein relativ großer Schritt. Ja, das ist natürlich nicht machbar. Mit einem Schritt die untere Step nehme ich immer ab. Dann kann auch keiner da oben hochklettern so schnell. Das ist so ein bisschen das Thema da dran. Ja, jetzt machen wir nochmal die Kameras, glaube ich. Muss ich mal gucken. Da wundert mich schon ein bisschen was seit Tagen an der Kamera. Da schaue ich gleich noch mal hin und da werden wir das natürlich auch alles nutzen. So, der eine Tree Stand ist jetzt aufgebaut und ja, was wir jetzt noch machen ist, ich war da schon gewundert, dass an einer Stelle die ganze Zeit ja keine Bilder mehr kommen. Das ist eine sehr gute Ecke, passiert schon mal, dass da mal 5-6 Tage nichts passiert, aber es hat mich ein bisschen gewundert und jetzt werden wir da einmal die Kamera checken. Ich baue meine Kameras immer 4-5 Meter höher auf, hat einfach den Grund, dass da nicht jeder dran kommt. Und dementsprechend habe ich heute Phantom-Settle mit und den Stick. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass ich einmal kurz da oben an die Kamera steige. Super easy gemacht. Ist auch ein Solarpanel dran, also ich muss das nicht ständig machen, aber ist auch echt überhaupt kein Aufwand, da hoch zu gehen mit den Steps. Und dem Phantom, dann ist alles sicher. Und ja, dann nehme ich euch jetzt mal mit und dann tauschen wir da noch die Batterien aus und dann gucken wir mal, ob da die nächsten Tage so Bilder kommen. Ja, wir sind jetzt hier an der Kamera angekommen und jetzt die Steps dabei. Eine habe ich mir noch vom Stand geliehen, eine habe ich mitgenommen. Ja, da oben seht ihr die Kamera hängen und dann werden wir hier jetzt mal kurz mit 2 Steps da hochklettern und das Ding mal eben wieder auf Vordermann bringen.
Das war also die kleine Revierrunde für heute. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen, mal auch die andere Seite von uns zu sehen, was wir auch so in der Freizeit so tun. Natürlich dreht sich es da auch um Thema Bogenjagd. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne mal ein Like. Würde uns interessieren. Dann machen wir vielleicht noch mehr solche Episoden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.